Hast du noch Valentinstagsblumen da stehen? Ja. Na gut, egal. Wir starten erstmal. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist wieder Sonntag. Ihr sitzt vielleicht noch am Frühstückstisch und denkt, oh, was ein Wetter. Ja, da kann ich jetzt auch nichts gegen tun. Aber ich habe so Bombefarben hier. Ihr seht es schon auf meinem Tisch, was hier so alles, ne, leuchtet und an Farben vorhanden ist. Es gibt so coole Frühlingsfarben und schieben wir das Wetter einfach an die Seite und gucken einfach, was wir Tolles Neues haben. Hier haben wir natürlich, ne, unverkennbar, Mr. Magic war letzte Woche da und ein paar von den Ketten sind auch tatsächlich noch da. Ich bin immer wieder begeistert, dass ihr ab und zu noch was fürs Video lasst. Es gibt eine neue Kreuzkette. Das kann man jetzt aber gut sehen. Kann man gut sehen, leuchtet die schön hier unter dem Licht. Ja gut, dann machen wir nochmal ein Foto. Die Geschichte, okay. Gibt es einmal in Anthrazit, noch und in Natur. Es gab noch andere Farben, sage ich jetzt nicht mehr, ist schon wieder weg. War wieder klar. Und dann gibt es hier diese schöne Rainbow-Kette. Und zwar einmal in gleich großen Kugeln, die beim Workshop waren, wissen genau, was ich meine. Und hier gibt es die einmal mit drei verschiedenen gemischten Kugeln, verschiedene Größenkugeln. Also ganz cool, ganz witzig, toll zu den ganzen schönen Teilen, die ich euch gleich zeigen werde. So, und nichtsdestotrotz sieht man hier im Bild unsere schöne Kombi. Und nicht zu vergessen, diesen wunderschönen Strauß. Hab ich, liebe Kunden, ich muss euch mal sagen, ihr seid die Geilsten. Also, was ihr immer an Nettigkeiten für mich habt, ich bin immer total begeistert. Da kam am Freitag eine Kundin an und brachte mir diesen wunderschönen Valentinstrauß. Ist das nicht lieb? Ich habe mich riesig gefreut und der passt doch wohl traumhaft schön dazu. Aber es tut mir leid, ich werde ihn gleich ins Wohnzimmer verfrachten. Aber fürs Video habe ich gedacht, lasse ich ihn nochmal stehen. Dann habt ihr auch nochmal was davon. Und vielen Dank, liebe Margit. So, kleiner Spoiler. Sie weiß, dass sie gemeint ist. Ich sage jetzt auch nichts weiter dazu. Wir haben nämlich wunderschöne neue Tücher bekommen von Zwillingsherz. Auch jetzt wieder in dem tollen Grün. In Grün waren sie irgendwie schon alle wieder weg. Ich weiß gar nicht, was hier los war. Es gibt ja verschiedene Sorten, da komme ich aber gleich noch drauf. Erstmal zeige ich euch, was es sonst so Neues gibt. Und habe das schon mal ein bisschen dekoriert mit diesen schönen Zwillingsherztüchern. Hier gibt es eine wunderschöne, flauschige Jacke, die man jetzt nochmal so überwerfen kann. So was Nettes. Hier habe ich, das kennt ihr schon, dieses Shirt, was wir da drunter haben mit den schönen kleinen Pailletten. Passte farblich wunderschön dazu, farblich ganz toll in diesem schönen, leichten Rosé. Apropos Rosé, gibt es im Moment eine tolle Gürtelschnelle, kann man die so erkennen. Den kleinen süßen VW-Bus mit dem Rosa, schön da stehen bleiben. Also das kann man dann auch nochmal, wenn man es in die Hose tackt, toll zeigen mit unseren wunderschönen Gürtelschnallen. Hier nochmal wieder das wunderschöne Tuch da drauf. Unsere Zwillingsherztücher sind ja immer sehr, ja, aufwendig gemacht, immer mit verschiedenen Mustern schön zusammen dekoriert, dass man auch immer viele, viele Farben dazu zusammentragen kann. Das finde ich immer richtig klasse. Kurze Frage, wie groß ist die Jacke? Die Jacke ist von bis. Das ist so ein One-Size-Ding, aber die ist, kann man recht lässig tragen, aber sie geht auch für Bonusmaterial. Also das funktioniert auch, haben wir schon getestet. Warum habe ich hier jetzt nichts drunter gezogen? Das müsst ihr euch jetzt gerade so denken. Ich weiß das jetzt auch nicht. Hat mir die jetzt irgendeiner, das weiß ich jetzt nicht. Also so sieht die Jacke jedenfalls. Ich zeige sie euch einfach nochmal, die Jacke ganz schlicht. Hier ist die Jacke richtig schön schlicht und wieder dieses schöne, kuschelige Material, was ihr so sehr liebt, wenn ihr irgendwas hier bei mir anfasst und sagt, oh, ist das schön. Das kommt, weil ich die Ware mal anfasse. Ich suche das auch nicht lieber aus. Ne? Und hier grün, also ich wollte die Tücher dazu dekorieren. Das können wir jetzt gerade mal nebenbei machen. Spontan dazu. Während ihr jetzt spontan hier dabei seid. Ich habe hier so ein ganz irres. Das muss ich euch zeigen. Ich nehme es mal eben schnell auseinander. Und zwar sind hier wirklich alle Sommerfarben. Ist das ein Dreieck oder ein Viereck? Das ist ein Dreieckstuch. Wir haben auch jetzt neue Vierecktücher. Aber dieses ist jetzt dieses tolle Dreieckstuch. Ist das ein Traumtuch? Da sind doch wohl wirklich alle Farben drin. Und jetzt guckt mal, wie cool das zu dieser Kombi aussieht. Richtig klasse. Und natürlich
Summer Vibes. Passt auch Mr. Magic wieder dazu, ne? Also unsere tollen Magic Pearls sind richtig klasse. Hier gibt es auch nochmal so einen richtigen Brüller dazu, ne? Also richtig cool. Und die könnt ihr immer schön kombinieren. Hier zum Beispiel das helle Grün mit diesem kunterbunten auch nochmal oder sogar das dunkle auch noch dazu. Da kann man auch so ein Dreierlei tragen. Ich trage hier immer gerne mehrere davon, weil ich es einfach cool finde. Die sehen ja einfach immer klasse aus, ne? Und in dieser Farbrichtung geht es jetzt weiter. Wir haben neue Sweatshirts gekriegt. Sweatshirt mag ich schon gar nicht sagen. Es ist ein ganz leichtes Sweatshirt. Und das hat hier so einen Used-Look an dem Kragen. Das habe ich gedacht, hups, ist da ein Loch? Nee, Loch an Loch. Und doch, das sind immer mal so kleine Löcher hier. Es sieht aus wie so eine ausgefranste Geschichte, aber ganz witzig gemacht. Gibt es hier in diesem tollen Pink, in dem tollen Grün, in Weiß und in Flieder. Flieder ist sowieso ja so eine Farbe dieses Jahr, die gar nicht wegzudenken ist im Moment. Und dazu gibt es, schaffe ich das, wenn ich das jetzt alles so halte, auch zum Beispiel coole Hosen. Aber ihr müsst jetzt nicht Flieder und Flieder tragen, weil es so sein soll, sondern ihr könnt genauso gut auch, guckt mal, diese Fliederfarben Hose passt auch super zu dem weißen Teil, weil die Schrift nämlich mit lila ist oder mit auch mit Rosé. Das ist nicht eher so ein Ombre-Look, da ist ja alles mit drin an Farben. Ja, das ist richtig cool. Guckt mal, das passt sich immer wieder an. Nicht nur, weil es jetzt das weiße Shirt ist, ihr könnt jetzt auch, ich muss nochmal wieder hier hin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich euch das eigentlich zeigen wollte. Also hier passt so alles zu allem. Also es passt auch zum Beispiel so. Oder es würde auch hier das tolle Grün dazu passen. Das sind die, ihr kennt sie schon vom letzten Jahr, die tollen Jogpants. Die haben übrigens dieses Jahr hinten eine Popotasche. Zwei. Zwei Popotaschen. Also das ist doch wohl richtig witzig. Und ihr seht, ihr könnt das super cool kombinieren. Wer jetzt nicht ganz so mutig ist und sagt, ach, ich stehe so mehr auf Blau oder so. Also, und das könnt ihr genauso gut auch mit dem Grün. Ich zeige euch jetzt nur verschiedene Variationen. Wir haben sie zum Beispiel sogar auch im Fenster hängen, in kunterbunt, alles durcheinander gemischt. Und das sieht richtig, richtig stark aus. Oder nachher auch diese tollen hellen Farben fürs Frühjahr. Sieht immer wieder klasse aus. Und ihr könnt die hin und her mixen, wie ihr wollt. Und das ist eine super, super süße Geschichte. Ja, ihr wundert euch sicherlich, dass hier jetzt plötzlich meine Jeanshosen nicht mehr sind. Ja, die hatten sich so vermehrt, die passten hier nicht mehr hin. Ich musste jetzt ein anderes Regal dafür aufbauen. Filmen wir gleich auch noch, klar. Es gibt ja auch die schönen hellen Töne. Die habe ich euch letzte Woche schon gezeigt. Unsere tolle Caro Star Jeans mit den pfiffigen Knöpfen. Einmal hier mit den normalen Knöpfen. Und jetzt gibt es in Rosé auch diese tollen, richtig coolen Schmuckknöpfe da drauf. Also richtig klasse. Und das ist so ein Puderrosé, so ein ganz zartes, dezentes. Wo ich hier gerade wieder bin, es gibt dann natürlich auch dann so Tücher dazu, wie dieses hier. Und das ist jetzt, ich muss es euch zeigen, ein richtig geiles Ding. Das ist ein quadratisches, nicht zu verwechseln mit einer Tischdecke. Wenn Not am Mann ist, kann man die auch nochmal nehmen. Aber hier habt ihr echt, jetzt sagt ihr wahrscheinlich auch, was soll ich mit so einem Riesentuch? Das Riesentuch ist so klasse. Es sind nämlich 1, 2, 3, 4 Tücher in einem. Und zwar tragt ihr das einfach auch als Dreieckstuch. Und die sind ja so schön leicht, dass man die richtig toll zusammenfalten kann. Guckt mal, plötzlich ist das Tuch gar nicht mehr so groß. Hier kommt der Kopf durch. Und dann habt ihr hier vorne dieses Muster. Oder morgen tragt ihr das Peace-Zeichen hier vorne. Oder einmal bekleckert, könnt ihr dann auch das andere Peace-Zeichen nehmen. Also man kann das gerade mal eben wechseln. So, jetzt bin ich hier gerade ganz raus. Sekunde. Fällt auf jeden Fall gut zusammen, ne? Fällt zusammen. Also man kann mehrere Flecken tragen. Also ich sag mal, so 4 Tage die Woche kann man das gleiche Tuch tragen, weil jeder Fleck ist unsichtbar. Hier gibt es nochmal dieses schöne kleine Peace-Zeichen drauf. Und an dem nächsten Tag tragt ihr mal die Herzen nach draußen. Also ihr könnt das wirklich so toll mixen und matchen, wie ihr möchtet, dass es immer und überall zu passt. Hier ist noch eine Hose, nicht, dass ich die jetzt vergesse zu zeigen. Die war letzte Woche schon im Video, ich weiß es schon. Hier sind die Knöpfe nochmal nicht ganz so blitzig wie bei der rosa Hose.
Aber immer wieder toll, auch mit unseren tollen Gürteln. Da wart ihr schon fleißig, ihr habt schon schöne Gürtel ausgesucht. Es kommen immer wieder Gürtel nach und es kommen auch immer wieder neue Schnallen nach. Und ihr wisst das ja, ich bin ja immer, ne, schnell bei der Hand, um wieder was Neues zu kaufen. Aber jetzt muss ich euch noch die coolen Tücher zeigen. Und zu den coolen Tüchern passen immer, immer unsere Magic Pearls. Und das ist echt so ein Perfect Match, was man eigentlich immer machen muss. Und zwar haben wir hier nochmal das tolle Papageientuch. Es ist auch ein Vierecktuch. Ja, genau. Und jetzt habe ich das hier schon mal so gemacht, dass man kann es natürlich auch in zwei Zipfeln tragen. Habt ihr schon gesehen? Einmal ist hier ein Zipfel und einmal ist da nochmal ein Zipfel. Also da gibt es ganz viele Varianten. Wenn ihr hier seid, ich zeige euch das schon, wie man das trägt. Das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Ich hatte gerade kurz Angst. Dass ich das machen. Wir können ja nochmal irgendwann ein Special sonst machen. Nochmal. Ja, wir müssen auch nochmal einmal ein Tüchervideo machen, aber ich denke, das wird ein extra Video, wo wir mal zeigen, wie man die Dreieckstücher auch binden kann. Ich hatte letzte Woche auch eine Kundin hier, da sagte sie, du machst das immer so schnell. Ich muss das so schnell machen. Wir können das ja auch jetzt mal richtig influencermäßig machen. Wenn ihr so ein Video gerne haben möchtet, wo wir nochmal verschiedene Tücher binden, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ja, genau. Schreibt es in die Kommentare. Und abonniert unseren Kanal. Ganz wichtig. Das soll ich immer sagen, vergesse ich jedes Mal. Ah, nicht schlimm. Hier haben wir dieses Traumtuch nochmal mit so einer Litze drauf. So eine grüne Litze, so eine Bogenlitze ist da drauf. Für alle U30, was ist eine Litze? Eine Litze, eine Baumwolllitze, die hat man früher auf Handtücher genäht. Das kann man nicht wissen, wenn man so jung ist wie du. Wenn man so alt ist wie ich, weiß man, was das ist. Also auch hier habt ihr wieder diese Mördermöglichkeit, dass ihr wieder alle möglichen, hier gibt es die Schmetterlinge einmal vorne, alle möglichen Variationen tragen könnt. Hier gibt es so ein witziges Rautenmuster. Hier haben wir nochmal das tolle Paisley-Muster. Also ihr seht, ist es genial? Ich finde es total klasse. Und was haben wir hier? So eine kleine Blümchenwiese. Also ich fasse das wie so ein Fliesenmuster, so ein Mosaik. Ja, nee, so, also in so einer Eingangshalle, ne? Ja, ganz genau. Also sie sind wirklich, wirklich schön. Und dann haben wir hier natürlich unsere tollen Dreieckstücher. Dieses hatten wir schon mal. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal im Video hatten, weil das war das schnellste Tuch überhaupt. Schnellste Tuch in dem Sinne, es war sofort weg. Man kam nicht hinterher. Ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, das vierte Mal, dass wir das Tuch haben. Nicht, dass ihr meint, ihr lauft alle mit dem gleichen Tuch rum, aber ich hatte es immer nur zweimal und es war mal weg. Und es ist, ich weiß nicht, wo es überall ist. Also ich denke, es fällt euch nicht unbedingt auf. Das sind wieder die schönen Tücher, die hier einmal diese tolle Glitzerkante haben. Und wenn ihr keinen Bock auf Glitzer habt, tragt ihr einfach die andere Seite nach vorne. Dann ist da kein Glitzer drauf. Das ist richtig schön bei diesen tollen Dreieckstüchern. Und da haben wir hier, also Herzen sind ja dieses Jahr nicht wegzudenken. Richtig schön. Und ich finde, es ist so ein richtig good vibe Ding fürs Frühjahr. Gerade so dieser Look mit diesem Orange und, ach Quatsch, mit dem Pink. Mit dem Pink. Bist ganz besemmelt. Mit dem Pink und dem Grün. Ist das nicht cool? Und wir haben bestimmt auch besser. Guck mal. Also ich will jetzt nicht sagen, ne? Aber ist das ein Look? Ist ein Look, oder? Ist richtig cool, oder? Ich fand das richtig klasse. Und dann natürlich noch, hallo. Mr. Magic wäre begeistert. Also ihr seht, ihr könnt das super kombinieren. Und dann habe ich hier nochmal, wer jetzt sagt, boah, Claudia, aber mit ihren Knallfarben. Es gibt die Knallfarben auch ein bisschen dezenter. Und zwar habe ich hier auch nochmal ein wunderschönes Tuch in so einem hellgrün mit Rosé und mit ein bisschen kräftigerem Pink. Wieder als Paillettenkante da dran. Also auch total schön. Das ist einfach nur so, oh. Könntest du diese ganzen, ihr seht schon, diese ganzen Farben, es geht alles so ineinander. Und dann habe ich noch, für alle, die jetzt sagen, die sind ja sehr schön, aber es ist auch immer sehr viel Stoff und irgendwann wird es dann warm. Und ich möchte dann trotzdem noch ein Tuch tragen. Und das ist mir einfach zu dick und, ne? Und überhaupt mit dem Dreieck komme ich gar nicht klar. Es gibt auch Loops von Zwillingsherz. In Seide mit Baumwolle. So, und jetzt guckt euch mal diese schönen Kombis an von der Farbe. Da haben wir es auch mal mit Lila noch drauf.
Zwillingsherz hat bei den Loops auch viel immer, wie bei den anderen Mustern ja auch oftmals, diese Leoprint da drauf. Also das ist auch immer so ein Must-Have. Und siehe mal da, es gibt das natürlich auch wieder. Ich muss es immer noch mal dazu zeigen, nicht, dass ihr meint, ich habe die Farbe nicht oder so. Also ihr könnt da frei wählen. Keiner meint das wahrscheinlich gerade. So nach dem Motto, da hat sie jetzt aber keins zu. Doch, hat sie auch. Und hier gibt es noch mal ein tolles. Und das Schöne ist auch wieder bei diesen Zwillingsherz-Loops, die haben Muster ohne Ende. Seht ihr das? 1, 2, 3, 4. Sind es alle 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Muster auf einem Tuch. Und dann noch Happy Vibes steht drauf. Also wenn das keine gute Launetücher sind, ne? Und ihr könnt immer das Muster nach vorne drehen, was euch gerade am allerbesten gefällt. Und die sind, seht ihr das, wie fluffig die sind? Die sind richtig schön. Das ist, nee, kannst du mal zeigen? Baumwolle mit Seil. Voll gut. Die sind richtig schön. Wenn ich jetzt hier, ne, so jonglieren könnte, würde ich es tun. Aber es klappt nicht, ich sag's euch. Es funktioniert nicht. Und hier gibt es auch nochmal wieder eins mit Grün und Blau, hellblau. Es ist nicht, ach, das ist das, was da oben ist, genau. Ist das nicht wunderschön? Und ich finde, diese Tücher passen auch super toll zu diesen schönen Streifen. Das ist irgendwie voll der Hingucker. Hier habe ich auch nochmal so einen Streifen. Oh, ist jetzt unplanmäßig. Ne? Aber ihr seht, was ich meine. Also ihr könnt auch da... Und das reicht immer, wenn so ein Akzent da wieder oben drin, ja, ist. Ja, ne? Ganz genau. Es ist einfach nur, ne, dass die Farbe sich irgendwo wiederholt, was ihr dabei habt. Und es sieht richtig klasse aus. Man könnte es hier jetzt auch direkt zu dem Grün machen. Ich habe den Pulli hier auch nochmal in Grün. Ich halte das jetzt hier nur mal so drauf. Sieht jetzt ja aus wie so ein kleines Kopftuch. Ihr müsst euch das jetzt mal gerade vorstellen. Ihr habt es jetzt verstanden, oder? Sonst springe ich gleich wieder das Video, kriege ich gleich wieder Theater. Und das Tuch, was wir hier vorne hatten und dieses hier auch nochmal mit dem Leoprint. Den Leoprint gibt es natürlich auch nochmal in Pink mit Orange. Das hatten wir da noch nicht. Das ist mit Flieder, was da vorne ist. Die sind so schön dünn. Ich kriege die gar nicht auseinander hier jetzt gerade. Achso, kann ich auseinandergehen, weil das war die Naht. Wäre schlecht, wenn die auseinandergehen, ne? Das wäre blöd, ne? Also ihr seht, das sind tolle Tücher und die dreht ihr einfach um, fertig. Mit Loops kommt ihr klar, ich weiß es genau. Besser als ich wahrscheinlich. Und dann gibt es die hier auch nochmal in Kunterbunt. Die Frühlingswiese. Also richtig, ja, wie so eine kleine Frühlingswiese mit lauter kunterbunten Blümchen. Also wenn das jetzt keine gute Launebringer heute Morgen sind, ich weiß Happiness. Es nicht. Ne? Happiness, ja. Machen glücklich. Also ich finde die richtig, richtig schön. Erstens mal sind sie schön leicht und ich finde, diese Muster von Zwillingsherz haben eins alle gemeinsam, die sind einfach wertig. Die Muster, die Farben, man kann das super toll kombinieren. Ihr braucht keine 10 Tücher, da kommt man mit einem Tuch schon, kann man massig kombinieren. Ne? Ich habe auch nochmal, guckt mal hier, unseren schönen Streifen, nochmal so. Wenn ihr jetzt sagt, oh, kommen Sie hier mit Ihren Streifen heute immer. Sie hat auch noch was anderes. Ich hänge fest. So. Ach du meine Güte. Das wollte ich euch nicht mehr zeigen. Das habe ich schon so oft jetzt nachgehabt. Es ist, glaube ich, jetzt mein letztes in Pink. Guckt da nicht so genau hin. Also ihr könnt das einfach auch normal mit Pink tragen. Also das passt richtig super. Und wenn ihr jetzt sagt, ja gut, ich bin jetzt aber nicht so ein Pink-Fan. Ja Gott, hier gibt es nochmal mit Grün. Good Vibes. Steht hier, nee, gut. Drauf, ne? Ach so. Ja, hier steht Good Vibes. Ach so, Vibes steht in dem, ja, O. Ja, steht hier auch drauf. Aber guck mal, das macht doch, das ist doch ein Knaller, oder? Und dann hier so eine Hose dazu. Ey, gute Laune. Ich sag's euch, ich hab's gesagt. Heute ist ein gute Laune-Video mit diesen wunderschönen Farben. Jetzt habe ich hier noch ein Tuch liegen. Habe ich das nicht eben schon gezeigt? Nee, nein, du musst immer gucken, wo die Schrift drauf ist. Das verrät dir dann quasi, ob du schon hattest oder nicht. Ja, weil die anderen waren dunkelblau. Ich bin aber so wuselig. Ich hab's ja, ich weiß. Merken wir gar nicht. Merkt man gar nicht. Ne? Wuselig ist mein zweiter Vorname. Hier gibt's, jetzt habe ich hier schon einen Faden auf meinem Schwarz. Ups. So. Also hier gibt es das Tuch, jetzt ist das Grün weg. So. Ihr müsst das dann immer so ein bisschen drehen. Ihr seid ja vor dem Spiegel, ihr seht das dann ein bisschen genauer. Ihr seid ja nicht so hektisch veranlagt wie ich. Ne? Also hier nochmal das Ganze in Grün. Ihr seht, ihr könnt das super kombinieren. Das ist einfach eine richtig tolle Kiste. Ich habe hier jetzt Gewusel genug. Ich hoffe, ihr habt jetzt einiges gesehen, was euch gefallen hat. Und ich freue mich auf euch, wenn ihr vorbeikommt. Wir sehen uns und abonnieren nicht vergessen. Ganz wichtig. Bis später. Ciao.